Servus und hallo, willkommen zurück bei Scriptnaut. Wie ihr seht, müssen wir 2 Tage warten. Das überspringe ich jetzt ein bisschen und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Ja, da wären wir wieder. Jetzt sind 2 Tage vergangen, recht lange gebraucht und jetzt können wir wieder mit dem Überlebenden reden. Alles ist bereit. Wie benutzt man diesen Zug? Um sich zwischen den Stationen zu bewegen, muss man nur die Steuerung im Zug aktivieren. Wie verwende ich die Steuerung außerhalb der Station? Mit diesem Gerät kannst du den Zug benutzen, wenn er auf der anderen Seite ist. Es wird sich als nützlich erweisen, wenn du einen Teleporter benutzt oder einer deiner Gefährten die Station ohne dich verlässt. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gut, jetzt können wir in die Mitte der Insel gelangen. Benutze diesen Zug und suche den anderen Bahnhof. Ich werde drinnen warten. Ja. Zugsteuerung 2 steht da jetzt. Okay, also sind wir jetzt Station 2. Ja, sieht ein bisschen anders aus. Rusty ist auch nicht da. Building Plan. Building Plan. Schauen wir mal. Das ist klar, dass ich jetzt hier nicht nachgucken kann. Wo sind wir jetzt? Auf der Insel. Noch nicht jetzt. Na gut. Dann nicht. Wir müssen wieder quasseln. Ich habe Pläne dieser Gebäude gefunden. Gut gemacht. Lasst mich mal einen Blick darauf werfen. Ich hätte sie Rusty gezeigt, aber ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich hatte recht. In der Mitte des Vulkans müsste ein Raumschiff sein. Wir treffen uns draußen. Ja, geh nach draußen. Was machen wir doch mal? Aber erstmal etwas essen. So, wer weiß, was uns da so erwartet. Lava. Eine Brücke. Schätze mal, runterfahren soll man nicht. Unbedingt. Da ist ein Teleporter oder so was, wo man nicht hinterhergehen kann. Ich will aber erstmal ein Script. So, das Script ist weg. Die Lava sieht auch nicht schlecht aus. Wir aktivieren erstmal den Teleporter. Was brauchen wir dafür nochmal? Einen roten Kristall. Den haben wir doch mit Sicherheit. So. Tada. Dann haben wir den auch aktiviert hier. Falls wir wieder irgendwo hin und her laufen müssen. Ich denke mal, das wäre von Vorteil. Oder ist sicherlich von Vorteil. Und da steht unser Kumpel wieder. Der weite Weg führt durch Höhlen. Lass uns hineingehen. Ja. Schöner wäre es natürlich, wenn er mit einem laufen würde. Und nicht mal so springen würde. Aber ich denke mal, das ist von der Programmierung her nicht so einfach. So. Rechts von mir ist ein Schutzraum, der durch ein Tor versperrt ist. Du musst es von der anderen Seite der Höhle aus öffnen. Ich werde hier auf dich warten. Sei vorsichtig. Ja, faul. Wie die ganze Zeit immer. Squib, ganz viel Squib. Erstmal. Scrap's immer. Und dann
Gucken wir weiter. Da ist Lava. Wo wir wahrscheinlich wieder durchgehen können. Aber wir gehen bis zu Ende der Höhle. Ah, okay. Ich sehe das Problem. Ja, dann gehen wir mal durchs Feuer. Wir haben ja die Ausrüstung. Ist da irgendwas schon zu sehen? Scrap. Unten. Nö. Dann schauen wir mal einfach mal weiter. Da ist noch Scrap. Da ist eine Truhe. Was haben wir denn? Kohle. Wer weiß, vielleicht brauchen wir die ja gleich noch. Jetzt haben wir auf der anderen Seite. Scrap. Da ist noch eine Truhe. Axt und Baumsamen. Was ist das? Gegensprechanlage. Schön, dich zu sehen. Schon wieder. Wer ist auf der anderen Seite? Ich war von Anfang an bei dir. Was, die? Nicht ganz. Ich bin die ganze Zeit mit dir gereist, lange bevor du auf diese Insel kamst. Okay. Letzter Kampf. Geh hinein. Erstmal Scrap. So. Und ich schätze mal, das klingt ein bisschen nach Bosskampf. Ja, und den nächsten Kampf machen wir am besten in der nächsten Folge. Sonst wird es wieder zu lang und ich möchte wieder kurze Folgen machen. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.